Der Blick von der Hafenstraße auf die Elbe hat was. Dicke Pötte ziehen vorbei, darunter Kreuzfahrtschiffe und Containerriesen. Immer mehr Wedler können diese Aussicht jetzt im Sommer 2024 vom eigenen Balkon aus genießen. Das war nicht immer so. Früher stand an dieser Stelle ein Werk des damaligen Elektrokonzerns AEG. Die AEG gibt es schon lange nicht mehr. Das nicht mehr genutzte Fabrikgebäude sollte abgerissen werden, um Platz für das zu machen, was in Wedel am besten läuft: Wohnungen. Erst kam der Abriss mit schwerem Gerät. Dann konnten neue Fundamente gelegt und Mauern hochgezogen werden. Jetzt sind die 7 Wohngebäude der Schulauer Hafenterrassen fertig und werden von Mietern und Eigentümern bezogen. Wedel zeigt der Elbe ein neues Gesicht.